Wenigstens greifen die mich nicht permanent an. Damit kann ich doch leben. Okay, helfen Sie Reed beim Start. Vorher nehmen wir noch Munition mit. Wenn schon, denn schon. Bringen Sie Reed zum Dropship. Ist sie noch in der Zentrale? Ja, sie ist nicht hier. Bitte, Sir? Was haben Sie? Ah, auch nicht schlecht. Was sollte er das tun? Oh, shit. Das hört sich ganz stark nach einer Königin an. Das ist gar nicht gut. Oh, fuck. Was zur Hölle ist das? Yeah. Wir können auf das Ding schießen. Gerne doch. Ich glaube, das was bringt. Kleine Xenos kommen auch noch. Oh, das Vieh kommt genau auf mich zu. Komm schon. Oh mein Gott. Ich bin komplett fertig gemacht. Oh, Alter. Boah, ich muss hier erstmal wegrennen. Keine Granaten mehr. Das Vieh hat so viele Granaten gefressen. Ja. Ah. So, klar, dass das Vieh nicht direkt stirbt. Double kill. Okay, wir müssen uns was einfallen lassen. Eigentlich kloppen die sich nur gegen die kleinen Viecher. Sollen sie auf das riesige Viech konzentrieren. Hilft nur schießen und weglaufen. Schützt das Vieh auch noch? Wow, wow, wow. Aber nicht von der Seite. Das hier mit einer Granate. Boah. So langsam reicht die Energie bald nicht mehr. Komm schon. Das Vieh hat schon ordentlich was eingesteckt. Voll. Endlich ist das Viech down. Na? Geht doch. Na, spawnen die einfach. Oh ja, Munition. Oh, eine Erkennungsmarke. Gehen wir mal wieder raus. Wieder ins Nasse. Ey, damit können wir eigentlich entkommen. Ah, hier werden noch Viecher kommen. Bringen Sie den Vogel in die Luft. Sulaco Axel, ich brauche einen Moment für die Flugvorbereitungen. Jemand muss die Treibstoffe zuvor schalten. Geht klar, Raider. Geht auf jeden Fall klar. Oh, die Dinger denn. Ah, hier. Und ab damit. Und jetzt kommen natürlich Viecher. Ich hab's schon gehört. Mich aber trotzdem weiter um die Teile kümmern. Ich komme da nicht drüber gesprungen. Oh, Moment. Nee, wirklich eine unsichtbare Wand. Herrlich. Oh, was zum... Wir hätten jetzt so viel Schaden gemacht. Oh, toll. Scheiß Spucker nicht gesehen. Stand genau neben mir. Hätte volle Energie. Einmal spucken, einmal schlagen und ist tot. Nicht schlecht. Sulaco Axel, ich brauche einen Moment für die Flugvorbereitungen. Jemand muss die Treibstoffzufuhr trennen. Bitte? Du hast die Lady gehört. Geht klar, Raider.
Okay, das ist geil. Jetzt renne ich direkt rum. Sollen die sich doch da kloppen. Ja, von Xbox Live jetzt wird auch nicht schlecht. Und weg damit. Oh, du Viech. Zwei noch. Komm schon, mach die Scheiße ab. Jetzt werde ich jetzt direkt wieder angegriffen. 100 Pro. Oh, irgendwas hat auf mich gespuckt. Ich wusste es. Aber ich dachte, da wäre noch ein Viech. Egal. Ich kenne mir die verbleibenden Zähne aus. Oh. Ich zermatsche das Gesicht. Oh, da gibt es Frame, ich finde die Beine. Rette dich! Ah. Komm schon! Da ist ja noch ein Viech neben mir! Komm schon, es dürfen nicht mehr viele sein. War dann schon fleißig mit. Überlebenschance ist mal gesteigert. Okay. Wow! Solange Axel ist Raider 6-5. Meine Anzeige zeigt keine feindlichen Aktivitäten. Bitte um die Erlaubnis zu landen und ein Freudentänzchen aufzubauen. Sie sind doch noch welche. Okay, es dürfen die letzten gewesen sein. Sie passen da gut dazu. Sie aufsässiges Arschloch. Sie haben nicht gesagt, in welche Richtung der Transportpanzer fahren sollte, Sir. Also, wie haben Sie es geschafft zu überleben, wenn ich fragen darf? Was ist auf Fury 161 geschehen? Lassen wir den Smalltalk besser. Wir haben LV-426 verlassen und ich habe den Notruf gesandt, auf den Sie reagiert haben. Dann habe ich in der Kryokapsel auf Rettung gewartet. Auf den Tod oder auf irgendwas. Bei Fury wurde Alarm ausgelöst und sie haben mich als ranghöchsten und einzigen Marine aus der Kryo geholt. Michael Whalens Truppen kamen unerlaubt an Bord. Also, wessen Körper war in ihrer Kryo-Kapsel? Lange Geschichte. Mir ist nur noch eins wichtig. Diese Typen vernichten. Mehr will ich nicht, Jungs. Na dann los. Nach Ihnen, Sir. Wir alle sind Colonial Marines. Jeden Tag, wenn ich aufwache, danke ich Gott, dass ich im Korps bin. Und das lasse ich mir ganz sicher nicht von Weyland Yutani nehmen. Wir haben vielleicht kein ULG-Schiff, um uns alle hier wegzubringen. Aber die. So, wann kommt jetzt das letzte Schiff? Heute Abend. Sie hauen ab für immer. Ohne dieses Schiff kommen wir hier nicht weg. Eine andere Chance haben wir nicht. Wir haben 63 United States Colonial Marines und wir werden die Einrichtung erobern. Und dann das Schiff. Und wir werden alles tun, um diese Firma und Michael Whalen zu stürzen. Für den ganzen Scheiß, den sie uns angetan haben. Hurra, O'Neill. Hurra, Captain. Für unsere gefallenen Marines, Leute. So sieht's aus. Bringen die Idioten endlich zu Fall. Mission 9. Wunderbar. Direkt weiter. Wir werden da so eine Bombe platzieren. Wir werden da alles in die Luft jagen. Hier ist Raider 6-5. Ich werde die Bodentruppen in der Einrichtung mit geografischen Infos versorgen. Augen auf! Geben Sie alle Boden- und Luftziele durch. Verstanden, Raider! Wir gehen schnell rein und schießen die Ziele schnellstmöglich ab! Verstanden, Winter. Weidmanns Heil und lassen Sie mir welche übrig. 6-5, over. Hier ist Sulaco Actual. Alle Bodentruppen zum Einsatz vorbereiten. Es geht los. So sieht's aus. Vernichten wir die. Hell yeah! Müssen den Start aufhalten. Dann verschwinden wir selber mit dem Ding.
Na, wer will eine Party haben, hä? Den machen wir die Hölle heiß. Ja, und wie? Mal schön aufheben. Scheiße, er ist ein Geschütz. Oh. Scheint aber nicht zu schießen. Raider 6-5, da ist noch ein Schiff in der Luft. Es scheint die Königin so anders ausgerichtet. Verstanden, Winter. Werde es abfangen. Die haben überall Flugabwehr. Achtung, Marines. Das Ding ist das Einzige, was die noch auf diesem Planeten hält. Schießt es runter, wenn ihr könnt. Wir brauchen das Schiff am Boden. Schieß es runter. Und wie sollen wir dann entkommen? Dürfen wir jetzt hier rein? Oh, ich muss aufschneiden. Munition. Haben wir hier Brenneinheit? Jawohl, das wird verheerend. Dann kommt mal her. Oh ja, yeah, schön gebrutzeltes Xenos. Oh. Erstmal abfackeln. Muss gar nicht so blöd zu gucken. Das ist total notwendig. Kann ihr mal in irgendwas schlüpfen? Losschneiden. Wie haben die die Struktur so schnell eingehüllt? Die sind schon tot. Es ist überall. Wir müssen sie hier rausbringen. Nein, er hat recht. Die sind schon tot. O'Neill, das waren wir. Wir waren das. Also, wenn die Schuldgefühle plagen... Bitte keine Facehugger. Daran, dass wir gesehen haben, wie die Sephora explodiert, dann... Das waren Wissenschaftler. Wir hatten mit der Sache nichts zu tun. Hier kommen Viecher. Oh oh, ich höre schon was. Wo sind die denn? Hallo! Jetzt geht's erstmal richtig los. Viel Munition habe ich aber nicht. Oh, dieses Vieh ist auch. Oh, ah. Ist alles so verflucht dunkel. Erstmal die Taschenlampe anmachen. Oh, die war an. Jetzt hätte ich auch noch den Scheiß fallen gelassen. Meine Güte, komm schon. Ja, damit. Okay. Müssen. Ah, okay. Machen langsam Fortschritte, sehr gut. Da kommen die doch. Ah, ja. Sehr gut, brennt! Dann mal hier hoch. Irgendwas hier drüben? Ja, hier geht's weiter. Oh, ja, komm mal her, du gurgelndes Viech. Wow, okay. Aus dem Nichts, ha? Toll, wo ist meine... Ah, ich wollte schon sagen. Entfernen Sie die Verseuchung. Und runter damit. Okay, ab in den Aufzug. Schnell den Start aufhalten. Lange haben wir nicht mehr. Was ist das für ein Ort? Los, weiter. Genau, immer weiter. Raider 6-5, Königin in Sicht. Wir gehen zum Angriff über. Tut das. Mayday, Mayday. Die Flugabwehr setzt uns ganz schön zu. Kommen nicht an die Königin ran. Ah! Oh. Kommen nicht an die Königin ran. Schaltet diese Kanonen aus. Wir brauchen Bodenunterstützung. Jetzt! Erhöhte Xeno-Aktivitäten in der Einrichtung. Oh, Facehugger! Winter, over.
Eklige Mistviech! Noch eine Brenneinheit? Ich glaube ja. Ah, brenn! Ihr kommt hier nicht lebend raus.